Herzlich willkommen zu einem kurzen Erklärvideo über ganzrationale Funktionen und ihre Nullstellen. Zunächst schauen wir uns einmal an, wie eine Funktion, eine ganzrationale Funktion aussieht. Ganzrationale Funktionen bestehen aus Potenzfunktionen unterschiedlichen Grades und davor immer Koeffizienten gesetzt. Das sieht also so aus, dass da steht an mal x hoch n. A plus an minus 1 mal x hoch n minus 1. Dieses n steht immer für einen bestimmten Grad, für eine bestimmte natürliche Zahl. Das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, Potenzen aneinander zu fügen, wobei unsere Koeffizienten rationale Zahlen sein dürfen oder auch reelle Zahlen, nur eben nicht die erste, nicht 0, damit wir eine Funktion n-ten Grades erhalten. Das heißt, die größte erscheinende Potenz gibt den Grad der Funktion an. Solche Funktionen nennt man auch oft Polynomfunktionen. Und unsere a, i's, an's und so weiter heißen Koeffizienten. Das ist eigentlich nur die Definition der Funktion, wenn ihr dazu Fragen habt, gern im Unterricht. Das nächste, was jetzt aber wichtig ist, sind die Nullstellen von diesen Funktionen. Die sind manchmal ganz interessant. Ich habe hier die ersten drei Grade, die wir so haben, mal aufgeschrieben, nämlich eine Funktion ersten Grades, f von x gleich x. Dort geht die Funktion einfach gerade durch den Koordinatenursprung und es ist eine einfache Nullstelle. Jetzt haben wir die Funktion g von x in Violett. Das ist die Funktion x². X² kann ich zerlegen in x1 mal x2. Jedes davon kann 0 werden. Okay, die werden gleichzeitig 0, keine Frage. Aber jedes davon kann 0 werden. Das heißt, wir sprechen von einer doppelten Nullstelle. Eine Funktion mit einer doppelten Nullstelle geht durch die x-Achse nicht hindurch, sondern sie berührt sie nur an dieser Nullstelle. Es findet also in der Funktion kein Vorzeichenwechsel statt. Jetzt nehmen wir uns die Funktion h von x gleich x hoch 3. Hier habe ich es mit drei x-Werten, die miteinander multipliziert werden, zu tun. Das ist eine sogenannte dreifache Nullstelle. Die nähert sich der x-Achse an und dann geht sie von der x-Achse wieder weg, allerdings diesmal mit Vorzeichenwechsel. Wir haben also bei doppelten Nullstellen eine Annäherung an die x-Achse und keinen Vorzeichenwechsel. Bei dreifachen Nullstellen eine Annäherung an die x-Achse und dann einen Vorzeichenwechsel. Das bedeutet, unsere Nullstellen sind so, wenn unsere Funktion an einer Stelle eine k-fache Nullstelle hat, dann gilt, ist mein k ungerade, so wechselt das Vorzeichen der Funktion an der Stelle x0. Ist mein k gerade, dann wechselt das Vorzeichen der Funktion an der Stelle x0 nicht. Viel Spaß beim Abschreiben und im Unterricht.